Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Spontane Selbstentzündung. So viel Alkohol, wie der getrunken hat, zündet sich selber an. Und die ganze Party mit sich. Die sieht ja gruselig aus, die Alte. Noch mehr Treibgut aus dem Meer. Ja, mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden, sein Arsch gerettet. Da bin ich Scheune. Weiterleben wäre ich ein Hexer. Todsicher. Lieber nicht. Gut, dass er nicht weiterlebt. So, die Winzlinge spielen Karten. Du willst wohl Geralds Börse lehren? Das macht Gerald doch nichts. Der liebt Karten. Verfluchte Schweinehunde, wir sind überall. Aber was wollen sie mit deinem Kind? Okay. Wir müssen wahrscheinlich alles machen. Wir trinken nur auf das Brautpaar. Können wir mittrinken? Trink mit uns! Schönen Damen schlage ich nie etwas ab. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Das wird schon länger tun mit Geralt. Mal ordentlich saufen. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Das klauen wir hier. Gewiss sich für Geralt gehört. Der andere ist ziemlich streng. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Ja. Flauschig und ausgereift. Ihr streicht. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Komm her, saufen. Oder nicht? Was gibt's hier? Können wir einen Weg finden, dem Geralt nicht als Fehler Probleme zu bereiten? Auf euch, ihr Herren Zwerge! Mögen eure Werte sprießen, ohne dass ihr je drauf trittet. Auf das junge Paar! Lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Paar. Lass dich nicht aufhalten. Ach, wie du dich bewegst. So bezaubernd ich ziehe. Danke. Will ich noch was trinken? Wir sind ja fast schon wieder nüchtern. Da steht ein Krug. Nicht erreichen kann. Es geht also hauptsächlich ums Saufen. Ah ja, das
kein Geralt, ja. Bloß, dass er den Kugel nicht trifft. So besoffen ist er schon. Ich will mit dir einen anderen Kugel ausmachen. Dann halt nicht. Mit den Häblingen trinken. Oder Gwyn spielen. Willst du vielleicht eine Partie Gwyn mit uns spielen? Auf gar keinen Fall. Darfst du mich nicht zweimal fragen, Wicht? Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich habe mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennen. Wir gehen nicht aufs Ganze. Viele so wie ich Gwyn spiele. Seiten. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie. Ich werde verlieren. Aha. Okay, ich beginne. Extrem dichter Nebel. Jetzt den Zwerg hier. Lege eine Karte ab. Okay. Die erste Runde gewinnen wir ja mal. Und die zweite Runde wird dann, naja, aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht verstehe. Ein bisschen Nebel und dann meine eigene Das war Schwachsinn. Verdammt. Die bei ihm sitzen? Nee, kann ich nicht. Wieso hat der eine gute Karte bei mir reingesetzt? Okay. Da vernichtet er meine... meine Katapult-Dinger. Wir werden trotzdem gewinnen. Können wir ziehen oder so?
Wir verlieren doch jetzt schon. Regina passt. Schönes Wetter und dann habe ich 25. Trotzdem verloren. Regina hat die Runde gewonnen. Na, sehr schön. Und bei der nächsten Runde geht das dann wirklich so schnell, dass dann nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Ich habe keine Karten mehr oder warum? Was ist jetzt hier? Verstehe nicht. Naja. Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszubinden. Her mit dem Geld. Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Der muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört. Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit! Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof. Du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Noch ist nichts allzu peinliches passiert. Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine Romantik. Ist das nicht der Teufel, den wir in Pacht haben? Du bist wirklich nicht übel. Es gibt keinen besseren Tänzer als mich. Es ist eine Gabe. Meine Beine sind übernatürlich talentiert. Ich wusste gar nicht, dass Olgierts Trupp gern getanzt hat. Und ob, wir tanzten und tanzten, wo immer es ging. Wir lieben das Vergnügen wie den Kampf.
Das war unser Motto. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin kann? Ich glaube nicht. Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist, du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir, verstanden? Was? Ich soll meine Hände bei mir behalten? Verdammt! Das macht nicht mal annähernd Spaß. Außerdem dachte ich, dass es dir auch gefallen würde. Ich küsse gerne. Aber nur einen auf einmal. Und bei euch sind zwei drin. Drinnen schon, doch nur einer kann dein Herz entflammen. Ich. Oh. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich hätte mich dir nicht aufgezwungen. Aufgezwungen? Das war ein unschuldiger Kuss. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Versteh mich nicht falsch. Mir war schon bisweilen danach zumute, aber... Aber was? Aber ich werde das in seiner Anwesenheit nicht näher ausführen. Wir reden später. Ich komme darauf zurück. Wie wär's mit einem Danke? Ich hab dir das Rotkehlchen in die Falle gelockt. Halt jetzt den Rand. Was ist denn jetzt los? Nichts. Vergiss es. Hast du den Mann gesehen, der unser euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Bah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charlie, verschwitzen wir nicht die ganze Nacht. Ich weiß ja nicht, ich würde sie lieber verschwätzen. Die Nacht ist jung, komm, lass uns wild sein. So, die Spiegel meist da suchen. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu, Lern. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem.
Sei gegrüßt, Shan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Warte, du kannst mich sehen? Also mich, Wladimir von Everreck? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Geralt bin, dem Hexer. Und wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen blieb? Jemand wie du, ein Niemand. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln. Aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er, egal wie sehr du dir es auch wünschst. Ich will feiern und Spaß haben und nicht über meinen Bruder reden. Gut so. Olgierd würde ohnehin nicht wollen, dass ich mit dir über ihn rede. Olgierd war mein Bruder und mein Freund. Es gab nie treuere Gefährten als uns. Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller. Oha. Aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab. Oft. Vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht, aber ich verstehe jedes Wort. Nun... Vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shan, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss es. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. 22 Uhr. Nicht ein Wort davon. Oh, Scheiße. Olgierd war nicht nur mein Bruder. Er war auch. Können wir meditieren bis Mitternacht? Das war fies, aber. Ah, schade. Bisschen Verteidigung diesmal. Amüsiere dich wieder. Die Zeit wird geschehen. Mit den Schweinen spielen. Ja. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden. Und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib... ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Ferch treiben. Schweine treiben. Hurra. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Ein Hexer mit Eselsohren, der Schweine treibt. Besser als jeder verdammte Zirkus. Was hast du gesagt, Bauer? Ich? Nichts. Gut.
Belass es dabei. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Aha. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegungen, Shani? Agil wie eine Katze und schlau. Und während diesem Ort danach trotzdem mal. Und wenn es hier noch nicht zu schlimmeren Szenen kam. Komm, kleines Schweinchen. Der Fersch wartet schon auf dich. Rein da. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingepfercht. Nicht da lang. Schweine eingepfercht. Seht her, ihr Bauerntrottel. Lernt von eurem Meister. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie. Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu. Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier! Ein Schwein. Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Shani? Ja. Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Da sind sie wieder ausgefärbt. Wie gefällt der Blume meines Herzens der Preis, den ich ihr gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich um? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralds Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch, je mehr ich meinem Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Na sicher. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Oh werde nein. Werde Zeuge der Magie von Vladimir von Evereck. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte die Sprüche doch, ziehen doch seit 100 Jahren nicht mehr. Sabotiere mich nicht, Charlie, das gehört sich nicht. In Ordnung, ich halte mich ab jetzt raus. Oh Gott! Einfach um ihn scheitern zu sehen, das ist den Spruch, den. Hat es sehr weh getan, Liebes? Was? Als du vom Himmel gefallen bist. Der Spruch ist so scheiße. Aber mein Herr, ich. Und der funktioniert. Sag nichts mehr.
Schmerzen. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsen. Ich gewusst hätte, wo auch immer. Ich gewusst hätte, dass dieser Stream so wird, dann hätte ich mir. Ich habe mir Schnaps statt Wasser, Wodka also statt Wasser mitgebracht. Das ist da. Halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, nur eine blöde Wasserflasche. Nur seinesgleichen zu beschützen. Na komm, ich will sehen, wie er auf die Fresse kriegt. Ihr werdet gar nichts tun, dreckige Hinterwäldler. Jungs, auf die Fresse. Der Mutant beleidigt uns. Zurück, Schweinehirten. Sonst verpasst euch der Herr Hexer eine ordentliche Abreibung. Wo ist eine beschissene Zaunlatte, wenn man sie braucht? Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen, Pflege. Thank you.